eine unvollendete Demokratie ist tausendmal besser als eine vollendete Diktatur. Ich lebe noch, pardon will sagen, bin noch nicht tot. Hab alles, was ich brauch, pardon, und bin in Not. Ich bin noch frisch, pardon will sagen, noch nicht verfault. Hier bin ich gern, pardon, das heißt, noch nicht vergrault. Ich fall nicht um, pardon will sagen, ich liege schon. Ich mach den Held, pardon will sagen, und bin ein Klon. Ich hab die Macht, pardon will sagen, am Leib verspürt. Hab mit Vernunft keinen Mensch, pardon, kein Schwein verführt. Ist schön, pardon will sagen, ganz schön am Rand. Ich bau auf euch, pardon will sagen, ich bau auf Sand. Auf dem Planeten hier, will sagen, Feuerball, wird großer Friede sein, pardon, erst nach dem Knall. Euch lieb, pardon will sagen, ich halte euch aus. Mein Heim ist hier, pardon will sagen, ich hab ein Haus. Ich sing ganz gern, pardon will sagen, sonst müsste ich schreien. Ich gehe mit euch, pardon, das heißt. Vielen Dank, Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker aus verschiedenen Deutschland. In diesem Spannungsfeld der Ideologien und in diesem Spannungsfeld Europas, was ist dieses Deutschland heute im heutigen Europa? Ja, auf jeden Fall eins der wenigen wirklich demokratischen Länder. Egal, ob man rechts oder links, Nazi oder Kommunist, gebildet oder dumm, Es ist eine funktionierende Demokratie. Und dass ausgerechnet die Deutschen das schaffen, ist natürlich ein Wunder, das ich sehr genieße. Als Sie in die DDR gingen 1953, kurz darauf haben Sie ja dann begonnen zu studieren, nämlich politische Ökonomie. Nun, der Faktor Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft ist ein zentraler, wenn man über Freiheit und funktionierende Wirtschaftsmodelle und vor allem auch über Europa spricht. Es hat ja jetzt in den letzten Jahrzehnten immer wieder geheißen, wir müssen mit all diesen despotischen Ländern Wirtschaft betreiben, dann können wir vielleicht ein friedliches Zusammenleben heranschaffen. Diese Illusion hatte ich auch. Das war sozusagen das Modell, auch im Kopf von Angela Merkel, die ja nun, weiß Gott, eine kluge und tapfere Frau ist. Und die einen großen Vorteil hat, aus meiner Sicht. Sie glaubt wenigstens an den Gott, an den ich nicht glauben kann. Das ist eine stabile Größe. Darauf kann man sich verlassen bei ihr. Aber auch für sie gilt das Wort, den Dummheiten seiner Epoche entgeht keiner ganz. Wir alle nicht. Und wir lernen jetzt unter Schmerzen, dass durch Handel und Wandel ein Raubtier immer noch ein Raubtier bleibt. Und eine Diktatur immer noch eine Diktatur, auch wenn sie parfümiert ist. Mit kleinen Freiheiten. Brecht sagte mal über ein uralte Problem, es gibt ja die Freiheit
und die Freiheiten im Plural. Die kleinen Freiheiten sind die Todfeinde der großen Freiheit. Unter uns, das stimmt nicht ganz, weil die kleinen Freiheiten, das haben wir erlebt, sind auch oft eine Vorstufe zur Freiheit. Verstehst? Aber es stimmt schon, die Herrschenden, die das Volk unterdrücken wollen und ihre Macht behalten wollen, herrschen auch durch Freiheiten im Plural, indem sie ihren Sklaven dies und jenes an Freiheiten geben. Das ist ein Machtmittel. Aber die Freiheit im Singular ist schwer, unbequem und immer wieder gefährdet. Als Gedicht wissen wir es alle schon. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben. Faust, Goethe. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Der Genosse Goethe war nicht im Politbüro der SED, aber der wusste das auch, dass man eben die Freiheit immer wieder erobern muss. Nach diesen zwei Deutschlanden, also deutsch-deutscher Liedermacher und Lyriker, aber eigentlich ist es ja das dritte Deutschland, das dann zentral wurde in ihrem Leben, nämlich das Deutschland nach der Ausbürgerung, das Deutschland auch nach der Wende. Was ist denn letztlich Ihr Deutschland? Es hat sich so ergeben, dass mein Leben so verlaufen ist, dass ich kein Dichter wurde, auch kein deutscher Dichter, sondern ein deutsch-deutscher Dichter. Weil ich in beiden Deutschländern gelebt habe, im Grunde nicht nur in beiden, sondern auch noch in dem Nazi-Deutschland, in dem Nachkriegsdeutschland, dann ging ich mit 16 Jahren ja in die DDR, in den Osten und wunderte mich, dass mir so viele Leute entgegenkommen, die alle nach dem Westen abhauten. Und dann schrieb ich ja meine Lieder und wurde verboten. Das war ja auch in Ordnung, das war kein Missverständnis. Denn diese falschen Kommunisten, diese stalinistischen Idioten, waren dann meine privaten Todfeinde. Gerade weil ich so kommunistisch erzogen war von meiner Mutter, war meine Kritik an den Herrschenden in der DDR viel, viel radikaler als die Kritik meiner Freunde, die im Grunde so ähnlich dachten wie ich oder ich wie die. Die waren auch nicht dumm und waren auch keine Feiglinge, aber sie waren Nazikinder. Und das führte dazu, dass sie sehr bescheiden waren im Streit der Welt mit den Bonzen der Partei. Während ich das Gegenteil, extrem unbescheiden. Und sagte, ich bin der Kommunist und ihr seid keine Kommunisten. Ich bin der Revolutionär und ihr seid die Konterrevolutionäre. Und das nennt man auf Deutsch die immanente Kritik. Also eine uralte Sache, alt wie die Menschheit. Im Grunde dasselbe Modell wie mit Martin Luther und dem Papst. Der glaubt an denselben Gott anders. Und deswegen war er natürlich schlimmer als alle Nichtgläubigen. Eine Zeit Ihres Lebens waren Sie ein solcher Gläubiger. Sie haben zwei Diktaturen überlebt. Den Kommunismus, an den haben Sie geglaubt. Ziemlich lange. Nicht an das Regime, nicht an die Partei. Aber dieser Kommunismus, an den Sie geglaubt haben, das war für Sie... Das hat mir gerade diese Illusion hat mir doch gerade die Kraft gegeben, so mutig zu sein, wie ich gar nicht war in Wirklichkeit. Sonst hätte ich mir doch in die deutsche Nazi-Hose geschissen vor Angst. Verstehst? Das ist ja eine Dialektik des Stoffwechsels mit der Menschheit, über die unser Philosoph Hegel sich amüsieren würde. Es würde ihm gefallen. Weil
der wusste das auch schon, dass durch solche dialektischen Spannungen ja gerade das Leben lebendig wird. Und das war mein Glück. Mir ging es also überhaupt nicht schlecht, als es mir schlecht ging. Mir ging es prima. Ich habe ein Gedicht geschrieben, als ich 80 wurde. Es war eine Art Bilanz. Sah manchen armen, geprügelten Hund, kaputtgeschlagen, begraben. Und ach, viele gingen an Schlägen zugrund, die sie leider nicht ausgeteilt haben. Natürlich geht man an Schlägen kaputt, die man kriegt, aber noch mehr geht man kaputt an den Schlägen, die man leider nicht austeilt, weil man zu schwach ist, weil man zu feige ist, weil die Verhältnisse auch sehr schwer sind. Zu schwer für ein einzelnes Menschenexemplar. 1965 wurden Sie verboten, 1976 ausgebürgert. Und Sie hatten früh eine klare Haltung zum Stalinismus. Sie wussten, wie gefährlich dieses Regime ist. Sie haben trotzdem dem Regime in die Fratze gesungen, sozusagen, und auch immer wieder damit kokettiert. Waren Sie sich sicher, dass Sie nicht in Bautzen landen, wie Sie in der Stasi-Ballade singen? Natürlich, ich hatte immer Angst. Heinrich Heine schrieb den schönen Satz, nur Narren fürchten nichts. Natürlich wusste ich, was mir blüht. Aber mit der Angst ist es immer und immer dasselbe, auch in verschiedenen Zeiten. Die Frage ist im Grunde immer nur, wer hat wen? Habe ich die Angst, weil ich mir ausrechnen kann, was mir blüht, wenn ich das und das mache? Oder hat die Angst mich? Wenn die Angst mich hat, dann bin ich kaputt. Dann wäre es besser, tot zu sein. Dann ist man schon tot. Das heißt, ich hatte immer große Angst. Aber die Angst hatte mich sehr selten. Unter uns gesagt, einmal ganz besonders schlimm. Worüber man nicht gerne spricht. Wer schmückt sich schon mit seinen Schwächen? Nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei. Da verlor ich die Nerven. Als der Prager Frühling mit sowjetischen Panzern platt gemacht wurde, mit Luftlandepanzern. Da, wie man auf Deutsch sagt, war bei mir der Bart ab. Heute haben wir eine junge Generation, die in Freiheit aufgewachsen ist und konfrontiert wird zum ersten Mal mit diesem Krieg. Wie kann eine solche Generation richtig darauf reagieren? Wir hatten diese Frage des Pazifismus und sie wurde klar beantwortet von den meisten europäischen Ländern. Die NATO wird erweitert. Aber denken wir ein wenig nach über das Europa der näheren Zukunft. In welche Richtung soll das gehen? Was gestern richtig war, kann heute falsch sein. Bertrand Russell, der Philosoph und Mathematiker, oder noch mehr, der Einstein. Das waren alles kluge, tapfere Pazifisten. Aber als sie sahen, dass die Nazis an die Macht kommen und den Krieg vorbereiten und auch führen, vor allen Dingen, haben sie sich korrigiert. Das gehört zu unserer Menschenwürde, dass wir unter dem Eindruck neuer Erfahrung neue Gedanken haben und den Mut haben, uns zu korrigieren. Tja. Jede Zeit hat ihre Irrtümer. Goethe, an den wir uns immer klammern, wenn wir nicht mehr weiter wissen, sagte mal, den Irrtümern seiner Epoche entgeht keiner ganz. Das war ein Selbstporträt. Natürlich wusste er, dass er auch über sich selbst spricht.
wenn wir Biermann zitieren, hier, Sie haben mal gesagt, das, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, dass wir aus der Geschichte eben nichts lernen können. Na. Und da ist natürlich die Frage, mit dieser Freiheit und Demokratie, wenn wir jetzt herausgefordert sind, oder? Wie sollen wir uns ändern? Wie sollen wir reagieren, ohne dass wir die Werteskala, die doch immer angeführt wurde, dann auch wieder aufgegeben wird? Na, im Moment haben wir ja gar kein philosophisches Problem, sondern ein militärisches. Ein Volk ist überfallen worden von einer reaktionären, menschenverachtenden Diktatur. Es ist ja keine Diktatur, um die Menschen zu zwingen zu ihrem Glück. Sowas gab es ja auch schon. Es ist ja viel banaler. Und da hilft eben nur, dass man sich wehren kann. Und dazu braucht man Waffen. Geistige Waffen, moralische Waffen, aber auch Waffen. Das habe ich erlebt als kleines Kind. Wenn die Alliierten nicht gegen Hitler gekämpft hätten, wäre ich tot. Und wir beide würden hier nicht sitzen und über diese ganzen Fragen reden. Die Nazis hätten mich als Kommunistenkind umgebracht und als Judenkind nochmal. In Yad Vashem, in Jerusalem, habe ich ein Dokument gefunden. Die Halbjuden, so wie ich. Ich bin ja ein Mischling ersten Grades nach der Hierarchie der Nazi-Gesetze, die sollten sich bis 1947 gedulden. Bloß dann kam irgendwas dazwischen, die haben den Krieg zum Glück verloren. Und warum haben sie ihn verloren? Weil die Waffen der Alliierten stärker waren als die Waffen der Nazis. Stell dir mal vor, der Hitler hätte die Atombombe gehabt. Glaubst du allen Ernstes? Der hätte die nicht geschmissen? Natürlich hätte er sie geschmissen. Das weiß jeder kluge und jeder ungebildete Mensch genauso gut. Na gut, heute ist Europa in diesem Wechselspiel konfrontiert mit Diktaturen, China, Russland, andere, die die Atombombe haben. Und gleichzeitig ist die Demokratie immer einen Schritt langsamer, wenn es darum geht zu reagieren. Tja. Das ist die chronische Schwäche der Demokratie, die aber zugleich ihre Stärke ist. Billiger ist es leider nicht zu haben. Und ich finde die Widrigkeiten in einer unbequemen Demokratie besser als die Bequemlichkeiten in einer Diktatur. Ja, wahrscheinlich ist dieses Problem, über das wir jetzt so nachdenken, schon so alt wie die Menschheit. Ich kann mich genau daran erinnern. Weißt du noch, als wir noch in den Bäumen schliefen, ne? Und jeden Abend uns ein Bett machen mussten in den Zweigen oben, und wo die Gefahr war, dass man runterfällt und sich den Hals bricht, ne? Und es war so unbequem. Und dann gingen wir doch in die Höhlen. Es war ein unglaublicher Kampf um die Frage, was ist besser? Jeden Abend ein Bett machen in den Bäumen, in den Zweigen oder bequem in einer Höhle. Hat aber auch Nachteile. Allein schon wegen des Rauchs von dem Feuer, wo man sich vergiftet und stirbt. Allein schon wegen der Feuchtigkeit und der Nässe, die einen krank macht. Da war es doch in den Bäumen viel schöner, oder nicht? Ja, ja. Nun sitzen wir hier in unseren Städten, auf der ganzen Welt. Und die Probleme sind immer die gleichen. Nur viel dramatischer, viel größer, viel globaler, viel. Die Vernichtungskraft des Menschen hat unglaublich zugenommen, nicht wahr? Ja, darüber habe ich auch mal ein Gedicht geschrieben.
Sie alle übertrifft der Mensch in seiner Zerstörungskraft. Die Naturgewalten, die Stürme, die Krankheiten. Ne? Der Mensch übertrifft sie alle in seiner Zerstörungskraft. Und damit müssen wir fertig werden. Wir erinnern uns, zu Beginn des ersten Irakkrieges haben Sie in einem Essay Ihre linken politischen Freunde angemahnt und gesagt, nur damit wir uns missverstehen oder richtig missverstehen, ich bin für diesen Krieg im Irak. Wir haben eine ähnliche Situation. Wir haben eine ähnliche Situation immer wieder gehabt. Bei Afghanistan, jetzt beim Ukraine-Konflikt, beim Angriff Russlands. Die Frage ist doch, um die sich die Menschen mühen, was ist die richtige Haltung in diesen Situationen? Sie haben sie für sich früh gefunden. Erstens, ich bin mir selber nicht so sicher. Weil es ja klar ist, dass diese Frage von Krieg und Frieden, von Pazifismus und Kampf mit Waffen ist alt wie die Menschheit. Mein Meister Brecht hat das exemplarisch uns vorgeführt mit seinem Galilei-Stück. Ich war ja Assistent am Berliner Ensemble damals und habe das erlebt. Erst schreibt er ein Stück über Galilei, wo er die Feigheit lobt von dem Galilei, dass er nicht widersteht gegen die Inquisition in Rom, gegen den Papst. Und dann fällt die Hiroshima-Bombe und er schreibt das ganze Stück ins Gegenteil um und verurteilt seinen Helden Galilei, den er eben noch gelobt hat für seine Feigheit und für seine Schlauheit und für seine raffinierten Formen der Feigheit. Beide Lösungen dieses Problems sind falsch. Beide sind richtig. Das nennt man Tragik. Wenn das bei Shakespeare im Theaterstück passiert, wundert sich kein Mensch. Was ist Tragödie? Wenn man nur entscheiden kann, ob man lieber diesen Fehler macht oder den anderen Fehler. Falsch ist alles. Was ist weniger falsch? Und das sind variable Größen in verschiedenen geschichtlichen Konstruktion im Geschichtsprozess. Da gibt's, das ist keine Religionsfrage, die ein für alle Mal von irgendeinem Menschen gelöst wird. So unbequem ist das lebendige Leben. Man muss immer wieder neu nachdenken. Man muss beharren und man muss sich korrigieren, wenn man es endlich besser weiß. Und so ist mein Leben immer gewesen. Eines Ihrer Lieder heißt, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und gerade da ist natürlich die Frage, wenn man politische Haltungen versucht zu finden für sich selbst, aber auch wenn man sich einbringt, wie Sie, als Rebell in der Gesellschaft, das Scheitern liegt nahe und die Frage ist dann, wo ist der richtige Weg zur guten Lösung? Na, Beckett hat ja dieses schöne Wort geprägt, man soll immer besser scheitern. Ja? Fail immer besser, ne? Das ist keine Religionsfrage, sondern das ist eine lebendige Lebensfrage. Das heißt, sehr schwer und immer wieder neu zu lösen. Ich habe in den verschiedenen Phasen meines Lebens Glück gehabt, dass ich in der Regel die richtigen Freunde hatte, aber auch, was mindestens so wichtig ist, die richtigen Feinde. Unter uns gesagt, noch schlimmer als falsche Freunde sind falsche Feinde. Wenn man gegen Leute kämpft, die gar keine wirklichen Feinde sind, Idiot, dann vergeudet man sein Leben, seine Kräfte. Das heißt, man muss sehr penibel sein bei der Auswahl seiner Freunde und noch penibler bei der Auswahl seiner Feinde. Nicht jedes kleine Arschloch hat das Recht, mein Feind zu sein. Nur weil er vielleicht mal ein paar Leute umbringt. Im Streit.
welcher Massenmörder mein wirklicher Feind ist, ist eine variable Größe. Bequemer ist es leider nicht zu haben. Das sagt der Drachentöter, der Kämpfer mit der Gitarre, der gegen den Pazifismus letztlich ist, aber immer ein Pazifist war. Sie hatten nie eine Waffe in der Hand. Am Schluss haben Sie gekämpft mit Ihren Texten und einer geschrieben. Ich hatte immer eine Waffe in der Hand. Ich bin der Drachentöter mit dem Holzschwert. Und mein Holzschwert hat einen großen Vorteil. Es hat 6 Seiten. Und wenn man solch eine Waffe hat, kann man im Streit der Welt auch einiges erreichen als einzelnes Menschenexemplar. Und Sie haben in irgendeinem Lied gesungen, Ihre Lieder werden letztlich die Amokläufer nicht stoppen. Ist das dann die Resignation vor dem, was Sie tun? Oder warum Ist Zweckpessimismus. Das ist doch die alte Geschichte, das machen wir doch alle. Ich halte mich, was Pessimismus und Optimismus betrifft, immer an den schönen Satz von Antonio Gramsci, das ist die Rosa Luxemburg der Italiener. Der hat diesen schönen Satz geprägt, den habe ich mir gemerkt. Ich bin für den Pessimismus der Intelligenz und für den Optimismus der Tat. Ins Deutsche übersetzt, ich will immer mit dem Allerschlimmsten rechnen. Und immer gleichzeitig das Allerbeste, tatkräftig, tapfer, schlau, klug durchsetzen, so gut ich kann. Und wenn man diesen Widerspruch in seiner Menschenbrust aushält, wenn man also tief verzweifelt ist und gleichzeitig voller Hoffnung und sich nicht in eine Seite reinfallen lässt, ich nenne das Melancholie, dann kann man lebendig leben. Dann ist doch gut. Wenn man mit der Gegenseite sich auseinandersetzen muss, in unserem Falle wäre das jetzt die Despoten, die Diktaturen, kann jemand, der nicht in einer Diktatur gelebt hat, die Gegenseite und die nächsten Schritte antizipieren? Ach. Ich glaube, am letzten Ende können das alle Menschen. Wer einmal wirklich richtigen Liebeskummer gehabt hat, mit einem einzelnen Menschenexemplar, einer Frau oder einem Mann, der kann mitreden. Auch in den sogenannten großen Fragen der Weltpolitik. Im Grunde in der Substanz ist es immer dasselbe. Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Ans Ufer kamen, und als wir ans Ufer kamen und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Als wir ans Ufer kamen, das ist ja diese Dialektik zwischen nicht nur zwei Menschen, sondern auch Weltpolitik und dieser persönlichen Liebesgeschichte. Ja. Ich wurde ja erzogen, ich sollte ja immer die Menschheit retten. Habe ich ja schon gesagt und war auch bereit, das noch zu erledigen. Aber dann übersetzte ich das berühmteste Sonett von Shakespeare. Er hat 154 Stück geschrieben, die nach meiner Meinung genauso bedeutend sind wie seine Theaterstücke. Und das berühmteste von diesen berühmten Sonetten, von diesem berühmten Shakespeare, ist das 66. Tired with all these, for restful death I cry.
Das habe ich in mein Deutsch gebracht. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil ich was Neues dabei gelernt habe, was solche Westmenschen wie Sie wahrscheinlich schon längst wissen und brauchen den Shakespeare gar nicht. Aber ich brauchte das dringend. Warum? In einem Sonett hat man 14 Zeilen, das weiß ja jeder. Bei Shakespeare sind sie nicht wie bei Petrarca aufgeteilt in 4-4-3-3, sondern in 4-4-4-2, das Kappel. Im Grunde wie ein Witz, der gut erzählt wird mit einer Pointe, die am Ende unerwartet kommt und man sagt, ha! Shakespeare sagt 12-mal dasselbe, in Variationen, damit wir nicht einschlafen. Die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Welt ist furchtbar schlecht, ich kann in dieser schlechten Welt nicht leben, ich will tot sein in dieser schlechten Welt. Und dann kommt die Wendung, die unerwartete Wendung in den letzten beiden Zeilen. Er sagt, ja, ich möchte am liebsten tot sein in dieser schrecklichen Welt. Also, ich möchte mich umbringen, heißt das ja. Oder anders gesprochen, ich möchte mich verpissen. Ich möchte mich davonmachen, desertieren. Aus dem, was Heinrich Heine den Freiheitskrieg der Menschheit nennt. Aber das kann ich ja leider nicht. Denn wenn ich mich aus diesem Leben davonmache, dann lasse ich ja dich, meine Liebste, oder dich, mein Liebster, im Englischen ist das nicht so eindeutig, ist egal, du, mein liebster Mensch, mein einzelnes, unverwechselbares Menschenexemplar, dann lasse ich dich ja in dieser schrecklichen Welt im Stich. Und das tue ich nicht. Es ist also das einzelne Menschenexemplar, das durch keinen anderen Menschen ersetzt werden kann in der Liebe. Das mir die Kraft gibt, die Menschheit auszuhalten. Das heißt, den Streit in der Menschheit, das Leben. Für Leute wie Sie, die im Westen geprägt wurden, ist das vielleicht nicht falsch, aber auch nicht besonders originell. Das wussten Sie schon selber. Aber ich wusste es nicht. Einer, der so geprägt ist wie ich, dem bleibt das Maul offen stehen und er sagt, aha, so rum ist es also. Ich muss ein einzelnes, unverwechselbares Menschenexemplar lieben und ihm beistehen, auf Leben und Tod. Damit ich überhaupt die Menschheit ertrage. Und für mich war das wirklich, so komisch es klingt, eine Erleuchtung. Das ist ja die Umkehrlogik auch von Adolf Eichmann, der gesagt hat, 100 Menschen Tote sind eine Tragik, alles andere ist Statistik. Und da sind wir vielleicht nochmals bei diesem Europa der Kolonialgeschichte, aber eben auch des Holocaust und der Shoah. Sie haben Ihren Vater als Juden in Auschwitz verloren, wurde umgebracht dort. Dieses Europa der industriellen Massenvernichtung, das ja auch Teil dieses Europas ist, hat vieles gelernt, hat sich verändert, nicht nur Deutschland. Lassen Sie uns ein wenig in die Zukunft blicken. Eine Staatengemeinschaft von vielen 26 verschiedenen Demokratien, die jetzt vielleicht noch wächst. Wie kann diese Staatengemeinschaft wirksam und erfolgreich in eine friedliche Zukunft so gehen, dass sie nicht abhängig ist von den Diktaturen, die sie bedrohen in der Welt? Soll ich die Wahrheit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, leider. Ich würde es ja gerne sagen. Ich bin wirklich meiner Meinung, nicht immer, aber in diesem Punkt schon, die Lösung dieses Problems kann es nicht geben.
Solange wir lebendig leben, gibt es divergierende Interessen. Gibt es verschiedene Stufen der Entwicklung. Im Materiellen, wie im Geistigen, wie im Moralischen, im Politischen. Und je lebendiger und vielfältiger die Menschheit sich entwickelt, umso weniger kommen wir in diese falsche Idylle. Und ich sage das so deutlich, weil ich mich selber schützen will. Ich möchte nicht enttäuscht sein in falschem Hoffen. Denn mein Meister Brecht, mit dem ich mich viel streite, wenn wir unter uns sind, und wenn ich tot bin, werde ich ja auf seinem Friedhof liegen, in der Dorotheenstädtischen Gemeinde, in der Chausseestraße, der Brecht-Friedhof, der Hugenotten-Friedhof, weil die Hugenotten ihn gegründet haben. Und als Ehrenbürger von Berlin? Naja, komisch. Jetzt bin ich durch den Hugenotten abgekommen von meinem Gedanken. Ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwas sagen mit dem Brecht. Ah. Man soll eben nicht mit einem Greis Interviews führen. Der verliert aber die Gedanken. Ich darf die Chance ergreifen. Ein Lenin-Wort fällt mir ein. Die Wahrheit ist immer konkret. Das stand als Losung. Bloß wenn man konkret wurde, kriegte man was auf die Schnauze. Aber die Wahrheit ist konkret. Und wann es richtig ist, mit einem Schweinehund über den Frieden zu reden, über Lösungen von Konflikten, ist eine variable Größe. Wenn man den Holocaust hätte damit verhindern können, hätte ich es auch schön gefunden, wenn einer mit Adolf Hitler Tee trinkt und ihm in die Augen blickt und sagt, wir sind doch Menschen. Sie doch auch. Der ewige Goethe hat mal ein sehr schönes Wort gesagt, das sehr gut zu dem passt, worüber wir jetzt reden. Wenn ein großer Geist irrt, dann irrt er groß. Meine Oma Mäume, eine Arbeiterfrau, die kaum richtig lesen und schreiben konnte, aber hochintelligent und sprach kein Deutsch, sondern Sächsisch, also den verachteten Jargon der sächsischen des Dialekts. Die sagte mit knüppeldicken sachsen-anhaltinischem Sächsisch, mein Junge, durch Klugheit wird man dumm. Das war ihre Philosophie. Mein Junge, durch Klugheit wird man dumm. Warum sagt eine Arbeiterfrau, die gelernt hat, dass man lernen, lernen und lernen muss und auch gelernt hat? Warum sagt die sowas? Weil sie nicht dumm ist. Weil sie weiß, dass die Leute, die klüger sind, die mehr gelernt haben, auf deren Bildung man mehr Mühe verwandt hat, oft noch dümmer sind als die Dummen. Warum? Weil sie, wie man auf Deutsch sagt, aus Scheiße Frikadellen machen können. Weil sie alles hindrehen können, wie sie es gerade brauchen. Weil sie alles erklären können und verklären. Im Deutschen gibt es diese beiden Worte. Und das ist der Grund, warum die sogenannten einfachen Leute manchmal viel klüger sind als die Eckerts. Für das Europa der Gegenwart, das sich ja immer wieder neu finden musste, mit zwei Diktaturen, mit dem Kalten Krieg, mit der Wende und allem, was geschehen ist seither, mit einem starken und stärker werdenden Deutschland, was heißt das für ein Europa der Zukunft? Europa, das sich als demokratische Konstruktion lange gesucht hat und sich immer wieder findet mit den Herausforderungen von Diktaturen, selbst von immer totalitär werdenden Staaten. Niemand auf der ganzen Welt hat es so schwer wie die Europäer, weil sie so reich an Variationen sind. Diesen Reichtum an Sprachen und Kulturen und Traditionen. Und es wäre schade, wenn das kaputt geht. Ich finde, ich habe ein großes Privileg,
dass ich in Europa leben darf und dann auch noch in einem besonders demokratischen Land, das die Lehren gezogen hat aus seiner Diktaturvergangenheit, seiner doppelten. Das hat Vor- und Nachteile. Natürlich, wer im Knast saß, weiß, was im Gitter ist. Und wer geprügelt wurde, wie Schläge wehtun. Der braucht keine Belehrung darüber. Aber der kann auch den Mut aufbringen, die Verhältnisse so zu gestalten, dass man einigermaßen leben kann. Und für mich als Kommunistenkind gilt das alles überhaupt nicht. Bei mir ist es noch mal ganz anders und komplizierter. Durch Zufall der Geburt kam es so, dass ich eben die Menschheit retten sollte. Ich sollte den Kommunismus aufbauen und diesen kleinen Gefallen wollte ich meiner Mutter natürlich tun nach dem Krieg. Deswegen ging ich ja auch in die DDR und wunderte mich, dass mir so viele Leute entgegenkommen, die alle nach dem Westen abhauten. Für mich war es der richtige Weg. Aber ich habe dann lernen müssen. Erst lernte ich, dass das nicht funktioniert mit dem Kommunismus. Das war dann der Streit in der DDR. Aber dann kommt der nächste Schritt. Dann lernte ich, dass es leider funktioniert mit dem Kommunismus. Dass nämlich Kommunismus eine Unterdrückergesellschaft ist. Dass der Weg in dieses ideale Paradies, soziale Paradies, Kommunismus, ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, weil es ja keine Ausbeutung gibt, braucht es auch keine Unterdrückung. Weil es keine Unterdrückung gibt, braucht es auch keine Lüge, keine Heuchelei. Das war ja unser Bild. Und ich brauchte ein ganzes Leben, genau bis in die Hälfte meines Lebens, in den 80er Jahren, Anfang, bis ich endlich den Mut hatte, mit meinem Kinderglauben zu brechen und begriff, dass der Weg in dieses marxistische oder besser gesagt murxistische Paradies einer idealen Menschengesellschaft wie Schiller, alle Völker werden Brüder. Das wird nie passieren. Soll auch gar nicht. Die Welt ist kein Idiotenparadies oder wir sagen ein Narrenparadies, ja? Sondern sie ist kompliziert, widersprüchlich, unbequem, schön, hässlich, bequem und unerträglich. Aber der Weg in die Endlösung dieser Probleme, ich sage das Nazi-Wort Endlösung, was wir natürlich gebrauchen für die Judenfrage, die der Hitler entlösen wollte im Holocaust. Es gibt aber auch eine Entlösung der sozialen Frage. Und wer das will und macht, ist aus meiner Sicht mein Feind. Der schafft es nicht, nur nicht den Kommunismus aufzubauen, sondern der schafft es, ihn aufzubauen im Sinne einer totalen Diktatur. Also biblisch gesprochen, wer das Himmelreich erreichen will, führt uns in die Hölle. Punkt. Egal, ob er ein Schwein ist oder ein Mensch, ob er dumm ist oder klug, ob er tapfer ist oder feige. Ich habe auch unglaublich viele kluge, tapfere Menschen gesehen, die mit dieser Ideologie im Kopf und im Herzen trotzdem Schweinehunde geworden sind. Das hängt von dem einzelnen Menschenexemplar gar nicht so sehr ab. Das sind dann nur die Variationen. Es gab auch unter den Funktionären gute Menschen, die es nicht darauf anlegten, andere zu quälen, denen es leid tat, die gemildert haben, die sanftmütig waren. Verstehst du? Aber in der großen Rechnung spielt das alles keine Rolle. Am Ende ist die Diktatur eine Barbarei, die uns kaputt macht.
Also muss einer wie ich sich freuen, weil er weiß, dass eine unvollendete Demokratie tausendmal besser ist als eine vollendete Diktatur. Diese sowjetischen Panzer, von denen Sie beim Einmarsch in Prag Angst hatten, die Sie früher anders konnotiert hatten bei der Befreiung von Auschwitz, vor diesen Panzern hatten Sie wieder Angst im letzten Februar. Und Sie haben es auch geschrieben in Ihrer Elegie zum 86. Ja, ja. Klar. Da hatte Sie die Angst gepackt, also erneut die sowjetischen Panzer. Für mich ist der Krieg gegen die Ukraine am Ende meines Lebens, als wenn sich ein grauenhafter Kreis schließt. Mit dem Bombardement hier in Hamburg, wo ich im Juli 1943 mit meiner Mutter unter dem Bombenteppich war, wo 40.000 Menschen verbrannt sind und sie mich wie einen kleinen Rucksack auf den Rücken genommen hat und durch den Kanal raus aus dem Feuer. Und mein Vater war gerade eben drei Monate in Auschwitz verbrannt im Feuer von Auschwitz. Und jetzt, als alter Mann, schließt sich der Kreis. Und wie es in meinem Gedicht heißt, es ist Krieg, wie heißt das? Es ist Krieg. Ah, hier habe ich ja. Nun, ja, es ist Krieg, nun schließt mein Lebenskreis sich höllenwärts. Ein schönes deutsches Wort, das es gar nicht gibt übrigens. Das habe ich erfunden dafür. Man kann sagen himmelwärts, ne? Es geht himmelwärts, wenn Jesus bei Himmelfahrt aufersteht und zu seinem Vater sich rettet. Und für mich auf der platten Erde schreibe ich, es ist Krieg, nun schließt mein Lebenskreis sich höllenwärts. Noch lach ich, mach mein Ding, dir schweige ich. Und sing trotz alledem mein Lied. Es flieht mein guter Stern in fernere Ferne, verkroch sich in ein schwarzes Loch, hab mehr als nur genug gesehen. Dein Lächeln sah ich leuchten. Doch die Elbe fließt bei Övelgönne, als könne sie ewig stille stehen. Sah Sonnen aufgehen, falsche Sterne, sah Scavarelli überm Neckarfluss. Schenk mir, mein Weib, ein Seelenkuss. Ich, der Lebendigste, leb nicht mehr gerne. Das ist so mein Gefühl in diesem Sonett, eine Art Bilanz. Ich muss ja Bilanz ziehen, denn ich bin ja kein alter Mann mehr. Seit 5 Jahren bin ich schon ein Greis. Am Schluss kann man sich auf Gott nicht verlassen. Sie haben es angetönt und Sie haben in Ihrem letzten Buch geschrieben, Sie glauben nicht an Gott, sondern an den Menschen. Das heißt, Sie glauben, dass die Menschen wirklich immer mit allen Rückschritten und Rückschlägen zum besseren Leben es schaffen können. Ja, ich habe es aufgeschnappt, wie manche andere auch, von Fachleuten, die sich damit beschäftigen, die rausgekriegt haben, so komisch es vielleicht jetzt klingt oder zynisch vielleicht klingt, es ging der Menschheit noch nie so gut wie heute, wo wir jetzt hier sitzen. Es gab noch nie so viel Freiheiten,
Essen, Kultur, Toleranz. Wie jetzt in dieser schrecklichen Welt, die am Untergehen ist. Am liebsten